school of magic rhymes. It prophesied the mystic knights, the true young heroes, brave and bright. Then the dark forces came, brought the people and this pain. Now the children have no fear, 'cause they know the mystic knights are here. Mystic knights have come to save our lives. Mystic knights have come to save our time. Mystic knights are here now. Mystic knights. Drachenbogen, Feuer! Und mit dem Stahlflügel zielt er genauso gut. Worauf will er denn diesmal schießen? Er kommt hierher! Was macht er denn? Ja, versucht nur davon zu laufen! Der meint uns! Feuerhaken! Eine Königin! Sehr amüsant, Torg. Nur kann ich nicht gleichzeitig zwei Waffen bedienen. Ich dachte eigentlich, Lugard wäre hier und würde mir bei meiner kleinen Vorführung helfen. Lugard ist auf der Suche nach Konoha, Kahat und den besiegten Rittern. Los, weiter! Sucht überall! Ich will sie haben! Bis dahin können wir erstmal... Verteilen! Du da lang! Du da lang! Kommt! Sucht sie! Schneller! Irgendwo müssen sich die Ritter hier doch rumtreiben. Komm mit! Hier ist nichts! Seht da drüben nach! Was ist mit den Unsere ist eine der letzten Hütten. Gleich kommen sie! Nicht, Rowan. Der nächste Kampf findet nach unseren Vorstellungen statt. Genau. Schonen wir unsere Kräfte für die Rückeroberung des Schlosses. Aber sie sind gleich hier. Was sollen wir tun? Irgendwo müssen wir sein! Seht hier nach! Und seid vorsichtig! Wieder nichts! Sucht überall! Hier ist nichts! Alles leer! Die Vögelchen sind ausgeflogen! Wo sind sie? Wir sind bestimmt im Wald. Dann sucht dort! Findet sie! Los! Beeilung! Ausschwärmen! Gut gemacht, Kahat. Kahat? Seit wann könnt ihr das? Ich kann viele Dinge, von denen du nichts weißt. Glaube ich gern. Ich werde verrückt, wenn ich mich wie ein Tier verstecken muss. Genau wie ich. Erobern wir das Schloss zurück. Das will ich auch, lieber heute als morgen. Aber es ist einfach noch zu früh. Wir müssen sicher sein können, dass es klappt. Denn wir kriegen keine zweite Chance. König Finvara könnte uns vielleicht helfen. Ich gehe zu ihm. Sei vorsichtig, Rowan. Kahats Auswahl an magischen Elixieren ist ja nicht gerade besonders groß. Aber wenigstens einige davon kann ich benutzen. Ja, May. Maida ist hier. Da ihr nun Königin dieser Insel seid, helft ihr mir doch sicher gern dabei, auch meinen Thron einzunehmen als König von Tiananoq? Ich habe nur noch ein paar Kleinigkeiten zu erledigen, bevor ich meine Aufmerksamkeit Tiananoq schenken kann. Meine Königin, Lugard hat es wieder mal nicht geschafft. Konoha und die mystischen Ritter sind noch auf der Flucht. So wie es aussieht, ist Lugard doch ein Versager. Jetzt führst du die Suche an. Und ich werde sie euch bringen. Und wenn du das getan hast, werde ich sie persönlich vernichten. Und unser Problem mit Lugard? Ich schicke den Guten zurück auf die Felseninsel, wo er herkommt. Nein, Maeve, niemals! Wir hatten gehofft, ihr wüsstet einen Weg, wie wir Maeve aus Kells verjagen können. Wenn Maeve die Insel regiert, ist mein Volk ebenfalls in Gefahr. Greifen wir sie an? Nein, nein! Die Temras sind jetzt zu stark. Maeves Niederlage wird bewirkt durch ihre Familie. Ja, nur wann geschieht das? Deirdre und die anderen sind noch nicht zurückgekehrt. Sie sind immer noch im Schloss und suchen nach einer Schwachstelle in der Verteidigung.
Wir haben Konoha! Der König wird darüber nicht erfreut sein. Maeve verteidigt Schloss Kells gut. Vielleicht bringt Rowan bessere Nachrichten. Oh oh. Wo ist der König? Der kann euch auch nicht mehr helfen. Sire! Vater! Zerbrecht euch jetzt nicht euren hübschen kleinen Kopf, Prinzessin. Ihr habt verloren. Legt eure Waffen nieder. Oder euer König und euer Druide müssen dafür die Konsequenzen tragen. Tut es nicht. Deirdre, Angus, tut es nicht. Bitte tu mir nichts. Es sind alle geflohen. Ich bin der Einzige, der noch im Dorf ist. Wo sind der König und meine Freunde? Gefangen genommen. Maves oberster Heerführer hat sie nach Kells gebracht. Jetzt werden sie dich jagen. Du musst fliehen, Rowan. Schnell, geh! Ich bin noch nie vor Temras davongelaufen. Such hier drin! Aus dem Weg, Bauer! Von dir wollen wir nichts! Ich hoffe, ihr habt genug, ja? Sie werden Verstärkung holen. Wie willst du den anderen helfen können, wenn du selbst gefangen wirst? Ich glaube, du hast recht. Ich sehe schon, ich muss mir was einfallen lassen. Wo ist Rowan nur? Er könnte uns doch helfen. Oh, ich hasse diese stinkende Zelle. Was glaubst du, wie oft ich das schon gesagt habe? Maeve hat unsere Waffen, also können wir die Rüstung nicht rufen. Ist das nicht amüsant? Die mystischen Ritter als Gefangene im Kerker von Kells. Wo habt ihr Kahat und meinen Vater hingebracht? Die habe ich im Turm einschließen lassen. Da gehören Verurteilte doch hin, oder? Was habt ihr mit uns vor, Maeve? Oh, ihr werdet in die Ebene der Schmerzen befördert. Und da wirft man euch in die Grube der Schreie. Wenn ich euch in die Finger kriege! Wirst du aber nicht. Übrigens, hofft nicht auf Rowan. Meine Soldaten sind ihm in diesem Augenblick auf den Fersen. Seine Festnahme ist nur eine Frage der Zeit. Halt, Taganta! Ergib dich! Du entkommst uns nie wieder! Man soll nie, nie sagen. Da! Ah! Da hinten ist er auf der Lichtung! Verteilt euch, dann haben wir ihn! Jetzt bist du dran, Torg! Das Ding ist ganz schön stabil. Ja, renn du nur, wohin du willst, ich krieg dich schon! Schnappt ihn euch! Eben war er doch noch da! Das gibt's doch gar nicht! Er kann sich doch nicht in Luft aufgelöst haben! Er ist hier in der Nähe, ich kann ihn riechen! Was soll ich nur tun, Pyron? Die anderen sind alle gefangen. Ich kann sie doch nicht allein befreien. Diese Worte sind deiner nicht würdig. Du bist Draganta. Schon gut, Pyron. Er ist ein Freund. Du kannst mir vertrauen. Alle wollen, dass Maeve wieder aus dem Land gejagt wird. Und du, nur du wirst es schaffen, das weiß ich. Und zwar hiermit. Das ist Maeves Kelch. Dafür würde sie alles machen. Und wie sie das würde. Überleg dir gut, was du tust. Jetzt habe ich was in der Hand. Eine Chance, Maeve herauszufordern. Und dann Kells von ihr zu befreien. Ja. Ich danke dir, mein Freund. Ich möchte, dass diese Möbel hier verbrannt werden. Die Leute im Dorf sollen mir einen neuen Thron schnitzen. Gut, meine Königin, aber das wird etwas dauern. Ich will nicht diskutieren, das war ein Befehl. Geht und gehorcht. My Lady, macht Platz! Ich sagte, ihr sollt verschwinden. Rowan, und dich habe ich immer für so klug gehalten. Bevor ihr die Wachen ruft, seht euch mal um, Maeve. Fehlt hier nicht irgendetwas? Mutter?
Euer Kelch vielleicht? Was hast du damit gemacht? Ihn sicher versteckt. Wenn ihr ihn zurückhaben wollt, müsst ihr gegen mich kämpfen. Gewinnt ihr, kriegt ihr ihn zurück. Gewinne ich, verlasst ihr Kelch. Bedingungslos und sofort. Schön, von mir aus. Mein Sohn. Du hast keine Chance, Maeve! Man sagt, ich kann für zwei kämpfen. Schon möglich, dann muss ich mich dir eben anpassen. Ihr verliert trotzdem, zu zweit oder alleine. Na los! Ich bin auch noch da. Gebt ihr jetzt auf? Niemals! Ich ergebe mich niemals! Prinzessin! Lugard, die mystischen Ritter wollen nicht gegen dich kämpfen. Unser Feind ist Maeve. Lugard kann dir nicht trauen. Nein, Maeve darfst du nicht trauen. Bitte hilf uns, Lugard. Hilf mir. Du bist besiegt, Maeve. Lugard, heb Rowans Schwert auf. Schnell! Rowan! Lugard! Es ist vorbei. Du befreist meine Gefangenen? Du benutzt Lugard! Du willst Lugard wegschicken! Na kommt! Nein! Das ist mein Kampf! Dieser Kampf ist nunmehr zu Ende. Ich rufe alle meine Mächte! Sie ist ein Monster geworden! Rowan! Wir müssen ihm helfen, die Rüstung entkommt! Erde wohl unter mir! Wasser, das mich umgibt! Luft über mir! Mächtiger Wald vor mir! Zielt so gut ihr könnt. Vielleicht haben wir nur eine einzige Chance. Feuer! Sie hat keinen Kratzer abbekommen. Oder er oder es. Wir brauchen Hilfe! Unternehmt nichts. Das ist allein mein Kampf. Ich brauche nur mehr Kraft. Kampfeszorn! Jetzt wird Feuer mit Feuer bekämpft. Lugard vernichtet sie. Nein, Lugard, das ist mein Kampf. Warte, Bruder. Wir gewinnen zusammen. Das machen wir. Kämpfen wir zusammen. Besiegt! Endlich. Finvara hat gesagt, dass Maeve nur durch ihre Familie besiegt werden könnte. Nur dadurch, dass wir beide uns zusammengetan haben, konnten wir Maeve endlich in die Knie zwingen. Aber natürlich. Deshalb hatte Maeve vor euch beiden solche Angst. Ich muss meinen Vater und Kahat befreien. Halt, Tork! Na, sieh mal einer an. Wen haben wir denn hier? Ganz schlechtes Timing, Lugard.
Du bist auf der Seite des Verlierers. Große Worte für einen Mann, dessen Königin gerade besiegt worden ist. Was? Meine Königin. Raus! Sofort raus hier! Na los, die holen wir uns! Es reicht. Wir haben das Schloss zurück und wir haben Maeve. Ohne ihre Anführerin sind die Temras keine Bedrohung mehr für uns. Es ist wahr. Maeve ist besiegt. Gut gemacht, mystische Ritter. Die Zauberkraft hat sie verlassen. Es ist endlich vorbei. Und auf unserer Insel herrscht nun Frieden. Rowans Schicksal als Draganta hat sich erfüllt. Ein Hoch auf Draganta! Und Draganta und Kelch! Und du bekommst nun deinen Kelch zurück. Es lebe Rowan! Ich hab dir gesagt, alle wünschen sich Maeves Niederlage. Nimain. Dieser Kelch gehört mir. Und meine Rache an Maeve ist vollständig. Halt! Der Kelch! Nimain! Vernichtet Maeve, wie sie euch vernichten wollte! Ich allein entscheide über Maeves Schicksal. Wohin bringt ihr diese Frau? Sie sollte in den Schlosshof gebracht werden. Habt ihr mir irgendwas zu sagen, Mutter? Kahat hat dich gut erzogen, Rowan. Du bist ein großer Krieger. Nur auf der falschen Seite. Bringt sie weg! Erste Truppe! Vorwärts! Rowan, man erzählt sich, Torg sei in die Wälder geflüchtet. Da soll er nur bleiben. Ich habe mir Maeves Strafe überlegt. Sie wird auf die Insel Tor Mor verbannt. Angus und Pyrin bringen sie dahin. Pyrin müsste gleich hier eintreffen, mein König. Ich hoffe, Maeve gefällt's da. Wiedersehen, Rowan. Lugard, verlässt du uns etwa? Bleib doch in Kelz. Lugard muss gehen. Lugard gehört nicht hierher. Auch nicht nach Temra. Wir freuen uns, wenn du hier bleibst. Was noch wichtiger ist, du bist mein Bruder. Lugard findet schon sein Schicksal, so wie du. Mhm. Das wünsche ich dir. Pass auf dich auf. Danke, Prinzessin. Freunde tun gut. Auf Wiedersehen, Lugard. Du bist in Kelz immer willkommen. Möge Dagda mit dir sein. Lalalalalala. Ihr müsst alle tanzen. Ohne Maeve haben wir jetzt auch keine Angst mehr vor Maida. Was für ein Tag für Tiernarok! Helft ihm! Oh, König Finvarra, ihr habt zu viel getanzt. Nein. Ich spüre, dass Kelz Gefahr droht. Ich bin sehr zufrieden. Maeve ist besiegt. Warum sollte euch das genügen? Bleibt. Bleibt, Nimain. Wir zwei zusammen wären nicht aufzuhalten. Kelz wird fallen. Ihr werdet das Land der Lebenden regieren. Und ich bekomme Tiernanog. Denkt drüber nach. Das werde ich tun. Euer Vorschlag klingt äußerst verlockend. Und wer weiß, nichts ist unmöglich.